Heute haben wir hier einen dunkelblauen E90. Die Problematik bei diesem Fahrzeug bzw. ja, ich sag mal die Schwierigkeit ist, es wurde fast an allen Bauteilen nachlackiert. Man muss jetzt sozusagen feststellen, wie viel Lackschichtdicke ist vorhanden, wie wurde hier überhaupt gearbeitet, wurde hier viel gespachtelt, wenig gespachtelt. Dann kann man schon mal grob ein bisschen von der Qualität der Lackarbeiten, sage ich mal, einen Eindruck bekommen und dann natürlich auch feststellen, ist es jetzt hier eher harter Lack oder sogenannter Sticky Paint, bei dem vielleicht zu wenig Härte damit verwendet wurde und dass man dann zum Schluss sehr stark auf Hologramme achten muss. Ich würde jetzt hier mit dir einfach alles mal durchmessen, grob ums Auto rumgehen, dann machen wir auf der Haube einen Testspot und dann geht's weiter. Haben wir jetzt 157 μ, das sieht ganz gut aus. 137, aber man sagt ja quasi bis maximal 150 μ und 150 μ ist im Endeffekt auch schon recht hochgegriffen, ist es ab Werk und ich denke bei der Haube, da wurde wahrscheinlich auch was nachlackiert. Jetzt habe ich hier 160 μ gemessen, 161 und ich denke, da wurde schon mal was gemacht, aber nicht ganz so extrem. Im Vergleich zum Coupé, zum E92, hat der hier keine Kunststoffkotflügel, sondern Stahlblechkotflügel. Das ganze Auto hat insgesamt wenig Aluminium- oder Kunststoffbauteile dran. 141 war jetzt beim Kotflügel und hier ist jetzt bei der Fahrertür 387 μ, was richtig krass ist. Und da hatte ich auch davor ein bisschen Pfusch entdeckt beim Lackieren. 126 μ. Das da oben war schon sehr extrem. Ich will dir dann auch gleich zeigen, warum. Und da wurde das mit Sicherheit 194 μ. Ist auch schon sehr, sehr krass. Moment, nochmal messen. Overflow. Krass. 801 μ und ohne Scheiß. Das Gerät wurde kalibriert. Also 323 μ. Wenn du dann mal anschaust, wie hier gearbeitet wurde, da oben sehe ich jetzt auf dem Dach auch ein paar kleine Dallen. Ich probiere es mal hier einzufangen. Dann siehst du hier, dort wo ich jetzt mit meinem Handschuh bin, wie so eine Art, komm, Fokus. Ja, jetzt kann man sie erkennen, wie so eine Art Orangenhaut, die hier ist. Also da weiß ich jetzt schon mal, bei dem oberen Bereich von der Fahrertür, pass auf, kleine Maus, denn ich will nicht irgendwie der letzte Idiot sein, der dann da Hand anlegt und dann ist irgendwas. 144 μ, wir sind jetzt hinten links, 167, also da wurde auch mal wahrscheinlich hier was gemacht, aber vermutlich eher mal Teil ausgenebelt, das sieht jetzt größtenteils, oh, 187. Also das weiß ich jetzt schon, bei dem Fahrzeug muss man insgesamt etwas aufpassen beim Polieren. Und lieber, Moment, habe ich vielleicht gerade ein bisschen blöd gemessen, oh ne, doch nicht. Ich habe doch nicht blöd gemessen, 327. Also da wird, ich vermute mal, dass er links irgendwie einen Seitenschaden hatte. Dass da ein bisschen Spachtelmasse dahinter ist. Gerissen ist noch nichts, also ist schon mal okay zumindest. Der Heckdeckel wurde oben wahrscheinlich mal nachlackiert, hinten nicht. Wahrscheinlich, okay, hier ist auch recht viel, 257, 633, holla, die Waldfee nochmal, 418. Und ich hatte das Ding vorhin kalibriert, ne, mit dieser blanken Metallplatte. Also es sind jetzt keine komischen Mondwerte, die es hier anzeigt. Okay, was sagt uns das jetzt? Alles ab 90 μ musst du aufpassen. Das heißt, diese Tür hier, die kann man maximal, na, da geht es ein bisschen besser, da auch. Ah, diese eine Stelle, ne, die hatte da auch, da ist 98 μ, also
alles 90 oder insgesamt unter 100 μ an Lackschichtdicke, musst du aufpassen. Da weiß ich jetzt schon mal hier, da brauche ich mit einer stärkeren Politur gar nicht rübergehen. Da oben zumindest. Also das einmal merken. Pass auf, kleine Maus. Ansonsten, ja, wie gesagt, da wurde überall mal was lackiert. Ja. Bei der Fahrerseite vermute ich mal einen Streifschaden oder so. Und dann vielleicht insgesamt im Zuge dessen bei dem Auto noch ein paar Dinge ausgebessert. Das ist auch ziemlich krass bei dem Kotflügel. Mal beim Dach schauen. 150, ja, das geht noch. Das geht noch. 155. Wir gucken mal bei der anderen Seite vom Dach. Auch teilweise recht hoch. Also wer weiß, was da mal für ein Schaden war. Und da sehe ich jetzt auch dann, ja, das kann man sogar hier mit der Kamera ein bisschen einfangen. Da sind wie so kleine Dallen hier noch drin. Das sieht man jetzt, wenn man dann in diese Spiegelung reinschaut, dass die hier anders ist. Aber das nur bei dieser Stelle. Wer weiß, was da war. Oh, und nachdem jetzt alles durchgemessen wurde, man ungefähr weiß, wie man arbeiten kann oder arbeiten sollte, machen wir mal einen Testspot bei der Haube. Und ich denke, auch bei mehreren Bauteilen muss man hier wahrscheinlich mal einen Testspot machen. Auf geht's. Nach dem Testspot weiß ich jetzt schon grob Bescheid, wie hier ungefähr zu arbeiten ist. Bei den meisten Bauteilen wahrscheinlich. Das werde ich jetzt mal zeigen. Ein Vorher-Nachher-Bild, beziehungsweise Nachher-Vorher. Das ist jetzt die Nachherstelle. Also man sieht, dass die Swirls nahezu alle beseitigt sind. Aber nachdem da noch mal ein bisschen Klarlack rüber geduscht wurde, sind manche Beschädigungen, die einfach unterhalb des aktuellen Klarlacks liegen. Da sieht man das jetzt auch, dass es teilweise hinter dem Klarlack noch irgendwelche Dinge sind, aber da kommt man mit der Maschine einfach nicht mehr ran. Und dann gehen wir mal rüber auf die alte Seite. Und dann sieht man eindeutig dann diese ganzen Swirls, diese Kratzer noch, diese Hologramme teilweise. Das hat der Unterschied schon ganz gut. Und jetzt nochmal auf die neue Stelle, die wesentlich frischer aussieht vom Lack her, sage ich mal. Die Haube wurde jetzt noch ein bisschen weiter poliert. Das ist jetzt auch nochmal ein bearbeiteter Teil. Es sind halt jetzt immer noch Steinschläge drin, die kann man logischerweise nicht wegpolieren oder Dinge, die sich unterhalb des Klarlackes befinden, wie hier. Wenn ich jetzt nochmal auf die Vorherstelle rübergehe, sieht man eindeutig diese ganzen Swirls, Hologramme, Kratzer etc. Da kann man hier direkt, wenn man in den Lichtkegel reinschaut, gut erkennen. Und dann da auf die bearbeiteten Stellen, also man sieht eindeutig einen Unterschied. Natürlich sind noch einige Sachen wegen drinnen, die sich eben darunter befinden. Aber wir haben beschlossen, wir gehen jetzt hier auf Zustandserhalt. Sprich, wir nehmen so viel ab wie notwendig, weil der Kunde, der will das Auto noch ein bisschen länger fahren und dadurch sollte natürlich noch einiges an Klarlack dran sein. Noch mal kurz den Gesamtzustand betrachten, der an für sich jetzt in Anbetracht des Alters des Fahrzeugs jetzt zugegebenermaßen nicht so schlecht ist. Es sind natürlich viele Waschkratzer drin, Hologramme etc. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber jetzt, dass das Auto irgendwie komplett geschreddert ist, ist jetzt nicht der Fall. Da hatte ich schon ganz schlimmere Exemplare. Man sieht es halt, dass vom Vorbesitzer das Fahrzeug öfters mal in der Waschanlage war. Ja, und es zieht sich dann insgesamt halt einfach durch das Bild. Es sind jetzt keine Stellen dabei, wo ich sagen würde, das ist irgendwie komplett, keine Ahnung, hier ist ein längerer Längskratzer, aber auch den wird man rausbekommen. Alles im Rahmen hier. Ziemlich einfach, denke ich. Die Haube war ziemlich pfuschig lackiert. Ich bin jetzt beim Kotflügel, der ist nahezu fertig bearbeitet. Und jetzt gehen wir mal direkt runter zur Stoßstange. Da sieht man jetzt hier noch überall
diese Kratzer drin und so weiter. Aber wie gesagt, im Endeffekt dafür, dass das Auto Baujahr 2009 ist, man soll sich nicht so dran aufhängen. Das Teil ist jetzt noch nicht bearbeitet und jetzt gehen wir hoch zum bearbeiteten Teil. Nochmal wesentlicher Unterschied. Also da ist der Tiefenglanz wiederhergestellt, schön in der Metallic-Lackierung. Und wenn man nochmal runter geht, sieht man einfach, dass es ein bisschen stumpf ist. Diese ganzen Kratzerchen sind noch drin. Das ist übrigens auch eine Politur ohne Zusatz, die hier verwendet wird. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn das Auto versiegelt wird, dass man da jetzt irgendwie mit Zusätzen arbeitet. Das ist jetzt wirklich das tatsächliche Ergebnis. Und hier nochmal vorher. Ich gehe jetzt gleich zur Beifahrerseite rüber, mache dort die vordere Tür. Dann gibt es nochmal ein Video dazu, eben vorher, nachher, also mit der Tür hinten eben direkt im Vergleich. Dann anschließend wird das ganze Auto dann noch eben ohne Kamera poliert, wird nochmal ein bisschen das Ganze gefilmt, wie das dann eben aussieht. Ja, und dann geht es auch schon fast ans Versiegeln. Noch ein paar Details sind dann dran. Wenn wir auch noch ein bisschen was filmen bei den Felgen. Das ist echt sehr weicher Lack da dran. Also das sind lackierte Felgen, die werden dann poliert. Das machen wir dann schnell händisch. Werde ich auch nochmal das Vorher-Nachher-Ergebnis zeigen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und dann mache ich einfach mal weiter. So, wie versprochen, die Beifahrertür bearbeitet. Wie gesagt, mit der Lampe, man sieht wirklich alles. Na, das sieht man mehr als mit der Sonne quasi. Jetzt gehe ich mal rüber auf das unbearbeitete Teil und man sieht es auch direkt, wenn man da reinschaut. Das ist alles verkratzt, alles irgendwie komisch, Hologramme und Dinger. Wir gehen nochmal rüber. Bam. So muss es sein. Ultra geil. Und auch da kommen dann nochmal zum Schluss eine kleine Microcard drüber. Was wir jetzt hier an kleiner Verkratzung noch haben, ist dann auch noch ein bisschen besser entfernt. Und das ist jetzt nochmal der alte Teil, neue Teil. Und jetzt oben bei dem oberen Teil hier, bei der hinteren Tür, Beifahrerseite, wird es ein bisschen schwer. Da hatte ich ja vorhin gemessen und da waren Werte weit unter 100 µ. Deswegen werde ich das ein bisschen einfach mal mit Politur markieren, wo eben diese sehr niedrigen Stellen sind, wo ich weiß, dass man da nur mit Microcut rübergehen kann. Ansonsten könnte es ein Fall für einen Lackierer werden und ich bin ja der Aufbereiter und kein Lackierer oder sind auch noch mal einige Kratzer. Ich glaube, die bekommen wir aber gut weg. Ja, ich denke, das wird schon. Jetzt noch mal lackschichtige Messgerät holen, markieren und dann wird hier poliert. Da habe ich jetzt einfach mal diese Stelle mit den niedrigen Werten markiert. Sieht zwar komisch aus, ist aber so. Ich habe jetzt gezielt kein Klebeband verwendet, dass ich dann mit der Poliermaschine sozusagen ein bisschen einen Übergang hinbekomme, damit man nicht direkt sieht, wo wurde eben mit der mittleren Cut gemacht und wo mit der Feincut. Will ich dir noch mal kurz zeigen. Ich messe jetzt mal den Bereich. Dann wirst du sehen, warum ich da so vorsichtig arbeite und dann nicht mehr unbedingt mit einer Cut draufgehen will, wenn es nicht sein muss. Und bis darunter ging das dann auch. Und dann hier wirklich Werte unter 95 µ und schon ab unter 100 µ muss man im Endeffekt aufpassen und vor allem unter 95 µ, pass auf, kleine Maus. Und dann, wenn ich jetzt mal da drüben hingehe, wo ich dann normal polieren werde, haben wir hier nochmal Werte von 120 und aufwärts. 109 ist auch noch okay, ist jetzt nicht prickelnd, aber oder hier 110, das geht noch alles. Das kann man noch mit der mittleren bearbeiten. Bei den anderen einfach aufpassen, weil man muss überlegen, es kommen auch nochmal weitere Kratzer irgendwann ins Fahrzeug rein. Wenn ich jetzt hier zu viel abnehme, dann hat man hier dann in Zukunft ernsthafte Probleme, wenn nochmal was reingeht, und dann ist es wirklich ein Fall für einen Lackierer. So, das ganze Fahrzeug ist poliert, das ist jetzt hier die Fahrertür. Es hat ein bisschen länger gedauert als eigentlich gedacht. Das war dann wegen den nachlackierten Stellen, die haben sich teilweise unterschiedlich verhalten dann beim Auspolieren. Da waren noch einige Hologramme drin, die habe ich jetzt teilweise sogar nochmal händisch entfernt. Und das ist dann auch nochmal so eine Problemstelle hier. Und jetzt selbst wenn man in den Lichtkegel reinschaut, also die Lampe sieht teilweise ja mehr als die Sonne, sieht es hier alles Taco aus. Da sind jetzt keine Dinger, die hier irgendwie mitlaufen oder whatever. Wirklich sehr, sehr gutes Ergebnis erstmal. Jetzt geht es dann ans Versiegeln und dann sind wir ziemlich fertig. So, und das ist jetzt das Endergebnis. Das Auto ist fertig versiegelt.
mit Soft 99 Miroshine. Wenn jetzt irgendwelche Pünktchen mal dran sind, hier fliegt gerade irgendwelcher Sahara-Staub anscheinend, also der Himmel sieht nicht ganz so cool aus. Und jetzt auch, wenn ich mit meiner Kopflampe direkt drauf gehe, da sind jetzt keine Hologramme drinnen, nichts. Sieht wirklich sehr gut aus. Das ganze Auto ist im Endeffekt nur ein einziger Spiegel. Ah, das Tuch fliegt weg. Ah. Was jetzt hier drauf ist, ist alles noch dieser Staub, der gerade runterkommt. Oder irgendwelche Steinschläge. Die Wolken in der Versiegelung, ist der komische Himmel gerade. Und das Gesamtergebnis wirklich mega, mega geil. Ultra geil. Ist es in Ordnung, wenn ein Teil vom Kennzeichen mit drauf ist, oder? Alles klar. Dann würde ich da nochmal mit rumgehen. Ich habe zwar auch so ein DJI Osmo-Dingens, aber ich habe mich damit noch nicht so befasst. Also muss ich jetzt hier gerade nochmal mit meinen Wackelbildern rumgehen. Ja, das sieht schon mega aus. Mega Hardcore-Effekt. Ich mache meine Lampe nochmal aus. Dann kann man nochmal den komplett natürlichen Effekt davon bestaunen. Wirklich mega, mega gut geworden. Auch die Stoßstange, auch die Mulden. Alles, was man jetzt hier wieder ein bisschen sieht, ist gerade dieses Zeug, das von oben runterkommt. Ultra, ultra geil.